Zieh eine Hose an, schnell! Ich glaube, ich habe gerade im Fenster was gesehen. Er stand da einfach bei uns. Vom Haus und hat durchs Fenster geguckt. Wie so ein Creep. Ja. Und die Katzen? Oh nein. Uiuiui. Hast du gesehen, wer da ist? Cosmo. Hast du es gesehen? Guck mal, hier steht er vor deiner Tür. Fragt, ob du zum Spielen rauskommst. Wie krass. Es interessiert ihn nicht oder hat er das nicht gesehen? Doch, jetzt. Jetzt. Uiui. Ja, hallo. Geh hallo sagen, aber sei freundlich. Nicht so böse gucken. Freundlich gucken. Lächeln. Besser keine Zähne zeigen. Ohne Zähne lächeln. Sein Schwänzchen ist nicht mehr so aufgeplustert, wie sonst immer, wenn er ihn sieht, oder? Apollo hält Abstand. Komisch. Und er bleibt einfach davor sitzen. Ah, jetzt kommt Apollo. Aha. Oh. Ja. Na, warum habe ich das wohl dahingestellt? Damit keine Katzis auf dumme Gedanken kommen. Weil Napferleinrand nicht mehr gereicht. Ja, ich weiß, da fehlt ein Soundstück und das wollen wir auch noch setzen. Aber jetzt ist Winter und im Winter draußen zu arbeiten ist schwierig, weil Marcel immer nach Hause kommt, wenn es schon dunkel ist. Und am Wochenende, ja, will man auch keinen Krach machen. Meistens arbeitet er auch noch samstags und dann sonntags darf man eh nicht. Schwierig. Was denn? Hast du gerade Noah Hallo gesagt? Noah, du musst wieder runterspringen und die Katze durch den Zaun Nasi-Gussis geben. Hm? Was hältst du davon? Was hältst du davon? Hm, meine Katze. Na, nicht runterwerfen. Cosmo, alles okay? So, ihr chillt, ich hole eine Jacke. Kann ich euch hier alleine lassen? Ich hoffe schon. Ich lasse euch jetzt hier alleine, okay? Weil ich mir eine Jacke holen muss. Meine Haare sind nämlich nass. So. Und ihr passt auf. So, ich habe jetzt eine Jacke an und ihr habt aufgepasst, ja? Dass hier nichts passiert. Cosmo Baby. Zitterst du? Ja, ist dir kalt? Zitter nicht. Guck mal, Apollo ist nicht kalt. Er ist nur neugierig. Nein, Cosmo, wenn dir kalt ist, dann musst du reingehen. Aber eigentlich ist es heute nicht so kalt draußen. Na, als ob du nicht einfach über den Zaun springen kannst. Komm schon. Guck mal, sogar Apollo versucht hier irgendwelche Stuntmanöver. Guck mal, Apollo ist da hingegangen. Noah. Du siehst ja. Guck mal da. Da. Guck mal, da ist Apollo. Ja, ist ja gut, aber guck mal, da ist Apollo da. Siehst du? Kannst du zu ihm hingehen, wenn du möchtest. Du kannst da einfach hingehen. Apollo kann nicht zu dir kommen. Siehst du, er wartet dort. Na, nicht fallen. Ups. Jetzt ist er doch hingefallen. Was geht ab?
Geht er? Er geht. Er geht wieder. Vielleicht denkt er, er kriegt wieder so ein Minzkissen. Aber ich habe sie eigentlich unter der Wärmepumpe hingelegt. Vielleicht findet er sie dort. So, Katzis. Nee, 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 ist nicht. Das habe ich zugemacht. Hoffentlich auch sicher. Und was mit hier? Kosmonaut? Hui, es ist windig. Ist es windig? Sollen wir reingehen? Nee, er läuft jetzt einmal andersrum. Cosmo, ich glaube, das müssen wir auch machen. Komm, schnell. Cosmo, komm. Apollo ist schlauer als du. Der ist schon da hinten. Wahrscheinlich, weil Noah von der Seite reinkommt. Ja, habe ich mir doch gedacht. Siehst du? Da ist er. Guck mal, Apollo hat es direkt gedacht. Sie dachte sich, ja, der geht da einmal rum. Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube, wir haben wieder Fanpost bekommen. Muss ich mir gleich angucken. Ah ja, genau. Er hat die Minzkissen gefunden. Jetzt versucht er, glaube ich, drunter zu klettern, um sie zu holen. Na, schafft er es? Keine Angst, Noah, da versinkst du nicht. Da ist alles sicher. Ich habe sie nur dahin gelegt, damit sie vor Regen geschützt sind. Er hat sie gefunden. Aber es tropft da aus der Wärmepumpe. Aber nicht auf die Kissen, glaube ich. Tropft einfach nur hin. Guck mal, wenn du deine Nase ein bisschen weiter nach links bewegst, dann siehst du schon das Kissen. Ja, da ist es. Stinkt es noch oder ist es schon verflogen, der Geruch? Naja. Was auch immer. Katzis. Was ist hier los? Werdet ihr jetzt hier vor der Tür warten und... Oh je, ich hoffe nur, er erschreckt sich nicht. Die Wärmepumpe hat angefangen zu arbeiten und Geräusche zu machen. Aber eigentlich passiert da unten nichts. Nur, dass sie ein bisschen Geräusche von sich gibt. Er kann sich ja das Minzkissen da rausholen und auf den Boden legen. Soll ich das machen? Komm, ich mach das. Kann sich ja kein Mensch reinziehen. Oh, Tür ist zu. Sorry, Katze, ihr bleibt hier. Ich gehabt. Hallo. Warte. Lass meine Füße. Lass meine Füße. Hey. So. Guck mal hier. Oh nein, es ist trotzdem nass geworden. Zack. Ist okay? Macht Spaß? Gut. Dann viel Spaß. Wir gehen jetzt mit diesen zwei beleidigten Katzen wieder rein. Erstmal gucken, ob was im Briefkasten ist. Nein. Weil ich muss die Pakete mal reinholen. Hey, lasst mich durch. So, kommt. Oder bleibt ihr hier sitzen? Wenn ihr hier sitzen bleiben wollt, wir können auch die Frontkamera anmachen und euch die ganze Zeit hier beobachten, wie ihr hier rumchillt. Dann mache ich in der Zeit Frühstück oder so. Und ihr könnt einfach die Katze beobachten. Von mir aus. Egal. Ich gehe dann jetzt rein. Tschö. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, was da eigentlich so vor sich geht. Wow. Wie er hier sofort wie selbstverständlich reinspaziert. Aua. Dann kratzt er mich, weil ich ihn nicht reinlassen will. Sag mal, geht's noch? Nein. Bleibst hier. Guck mal, die beiden Kätzchen. Das ist deren Zuhause hier. Genau. Bleib lieber draußen. Du hast da dein Minzkissen. Du kannst dich entspannen.
Hey. Langsam, Freund, langsam. Nein. Ja, ist gut, ist gut. Ist gut. Ich weiß, du hast Spaß. Es ist auch okay. Aber nein. Wir gehen hier nicht rein, okay? Sonst habe ich nachher Schwierigkeiten, dich einzufangen und wieder rauszukriegen. Ich möchte die Tür zumachen, bitte. Bitte bleib. Könnt ihr mal was sagen? So, ich mache jetzt zu. Tschö. Sind die noch da? In der Kolonkosten sitzen. Und der Noah, wo ist der? Ist der weggelaufen? Ja, komm rein, Noah. Nein! Nein! Sag das noch nicht so! Er denkt wirklich. Hör auf! Das darfst du ihm nicht sagen, okay? Er denkt dann wirklich, er darf rein. Aber das darf er nicht. Weil ich denke schon, dass sie manche Kommandos verstehen. Zum Beispiel, wenn ich meinen Katzen sage, komm rein, dann wissen sie schon, was gemeint ist. Nur machen sie das nicht, weil sie keinen Bock drauf haben. Aber er hat ja schon Bock. So, geh doch zu den Kätzchen ein bisschen spielen. Wie wär's damit, ha? Na! Aua! Nur weil ich deinen Bauch hier gestreichelt habe, hast du mich gleich angegriffen und gebissen. Au. Ja, genau. Entschuldige dich. Katzi, das habt ihr gesehen? Er beißt mich. So, ich mache jetzt die Tür wieder zu.